been a long time since I last had this dream. I reached out for a piece of scrap metal. And then I fell into the ground. Was I dreaming? Vera! What's that? So, und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles mit eurem Tylosi. Und wie ihr hier schon seht, befinden wir uns jetzt nicht mehr auf dem Schwert des McConnes, sondern, wie man ja in dem Intro, in dem Kleines gesehen hat, auf einer Art Insel, die aussieht wie eine robotische Hand. Genau, da sieht man es auch. Wer das allererste Intro, die erste Folge aufmerksam geschaut hat, oder ich weiß nicht, ob es später vielleicht auch mal gekommen ist, der weiß, dass wir jetzt auf der Hand des McConnes sind, die der Bionis ihm damals im Kampf der beiden Titanen abgeschlagen hat. Und wir sind, wie ihr seht, erstmal getrennt von den anderen, alleine mit Schalk. Und da ist unser erstes Ziel. Ja, da könnten wir es langsam hingehen, wobei ich noch mal kurz was schauen möchte. Ich möchte ihm mal diesen hässlichen Schmuck hier abnehmen. Vielleicht haben wir davon noch einen besseren. Das liegt daran, dass es viele Cutscenes kommen werden in dieser Folge. Und dann möchte ich möglichst eine nicht ganz so hässliche Kappe für ihn aufhaben. Vielleicht nehmen wir die eben auch einfach ab, weil jetzt keine Kämpfe kommen werden in der Folge. Oder zumindest nur relativ leichte. Und da möchte ich ein paar schöne Bilder haben, so bin ich mal ganz ehrlich, und dann möchte ich mal diese Kappe hier abnehmen. Ohne sieht es auch ein bisschen besser aus, wie ich finde. Die Rüstung kann ich eigentlich sehen lassen, deswegen ja. Also ihr wisst ja, dass ich das Ganze schon gespielt habe und deswegen ist es, glaube ich, jetzt kein Problem, wenn ich das ein bisschen vorwegnehme. Und das sieht doch fast aus wie das Silbergesicht. Mal sehen, was wir hier jetzt vorfinden werden. Fiora. Fiora! She's still breathing. Huh? Wake up! Come on! Wake up! She needs water. So, wir haben also Fiora wieder entdeckt und wir müssen ihr etwas zu trinken besorgen. Natürlich können wir nicht einfach das Strandwasser nehmen. Wie ihr sicherlich in der Schule gelernt habt, ist es nämlich Salzwasser. Aber zum Glück ist die Quelle auch nicht so weit weg. Wir können uns ja ein bisschen beeilen, sie zu finden oder auch nicht.
könnten zwar rennen, aber ich finde, das bietet sich bei der Folge auch gar nicht so an, jetzt zu hetzen. Denn die Folge besteht eigentlich nur aus diesem ganzen Strand hier. Und ja, da brauchen wir jetzt die Folge auch nicht durchschätzen. So, wir haben das klare Wasser gefunden. Schalk findet Fiora im Silbergesicht. Sie ist zwar bewusstlos, lebt aber noch. Du musst dir irgendwie helfen. Na gut. Fiora, you're awake. Do you remember? My name is I can't believe it. My first kiss. You do remember me. Fiora. Of course I do. Shulk. I never forgot you or the others. Then why? Because I wasn't me anymore. I wanted to call out, but I couldn't. What do you mean? When it happened, when Colony 9 was attacked by the Mekon. I thought I had died. I felt the Mekon's claw rip through me. I couldn't remember anything. There was no sound, no light, no pain. When I came round, I had the body of a machine. And it felt like there was someone inside me. Someone else? The one who was controlling the Mekon you were in? Yes, that voice. But I could still see and hear. I was there all the time. Except I had no control over my body, and I couldn't talk. That's why it seemed like you didn't recognize us. Yes. Inside my heart, I was crying out desperately. But you didn't hear me. Nobody did. We always believed it was you. It's okay. You don't have to say that. I know it would have confused me. But the person inside you, do you know who it was? No. I heard her voice when she spoke, but I didn't know what she was thinking. There was something she urgently needed to do. I understood that much. What do you think happened to her? Maybe she's sleeping. Or maybe she's trapped like I was. I hope she stays trapped. Hijacking your body, treating it like it's her own. I guess. I say good riddance. And let that be the end of it. Shulk, I don't think she's totally to blame. Why not? She needed my body for something. I don't know what it was. I just know it was important. I want to help. Why would you? I knew she was using my body. But I didn't hate her for it. She was kind. She was taking care of my body. I could feel it. Really? Yeah. And she did everything she could to protect you.
So, back when we were fighting... Against Egil, she knew what I wanted to do, and did it for me. So, I want to help her if I can. Please, Shulk. All right. Then we'll do everything we can to find out what she was trying to do. Thank you. Welcome back, Fiora. I'm glad to be here. What do we do now? We have to find the others. I know they're alive. I can feel it. Everyone's gonna be surprised when they see you. Everyone being? Ryan, Dunban. And there are a few others we met along the way. Sharla, Ricky, and Melia. I just know you're gonna like them. It looks like you've been through a lot as well. Yeah. But nothing's gonna separate us now. Come on, let's start searching.